Hallo zusammen, wir haben heute den Tobias Meyer zu Gast und er hat sich dazu bereit erklärt, heute ein bisschen über seine Erfahrungen mit dem EOS-R-System zu berichten und im Spezifischen auch über die EOS-R6. Ja, hallo Tobias, schön bist du da und berichtest ein bisschen von deinen Erfahrungen. Ich erzähle vielleicht kurz, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Du bist quasi ein bisschen die neue Generation Fotograf, kann man sagen, die, glaube ich, über Instagram ein bisschen den Zugang zur Fotografie gefunden hat, gell? Genau, ja. Und heute als selbstständiger Fotograf unterwegs bist, kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, in welchen Bereichen dass du fotografisch ein bisschen tätig bist? Ich fotografiere ganz viel Verschiedenes, jetzt vor allem während dieser Situation, aber vor allem eigentlich Automobilfotografie, Portraitfotografie, aber auch Landschaftssachen nach wie vor, ja. Immer noch und so ein bisschen alles, was sich anbietet. Okay, im Moment halt ein bisschen weniger Reisen, gell? Das hast du früher ganz viel gemacht in dem genau, Sinn ja. Und jetzt mehr ein bisschen die Werbung in dem Sinn genau. Mit Werbekunden. Gell? Für alle, die ich nicht kenne, @cosmoqualo auf Instagram, wo er unterwegs ist und wo man vor allem auch viel von seinen Landschaftsarbeiten entsprechend darf bestaunen. Ja, und du bist schon immer auch ein bisschen mit Canon unterwegs gewesen, hast auch mal einen Ausflug gehabt ins Micro Four Third System, gell, wo du genau. Auch damit gearbeitet hast. Aktuell aber mit der 5D Mark IV gell, unterwegs. Genau, ja. Und hast aber ziemlich Freude gehabt, wo der 5 und der 6 vorgestellt wurden, sind, gell? Ja, also ich habe wie ganz viele verschiedene auch, oder ganz viele andere Leute auch mit der R5 geliebäugelt, habe aber dann mir so die Frage gestellt, brauche ich eigentlich die Zusätze wirklich, die der R5 bietet? Oder kann ich eigentlich die Ressourcen brauchen und in Linsen zu investieren, weil das ist ja eigentlich der Vorteil vom spiegellosen System jetzt bei Canon. Und habe mich nachher eigentlich dazu entschieden, dass das wirklich eine gescheite Sache ist, der 6 zu investieren und vor allem in gute Linsen. Das Objektiv, ja genau. Aber das hat, du hast mir noch erzählt, als du mit der R5 zuerst mal unterwegs warst, dass die vor allem jetzt im Vergleich zu den EF-Linsen, die ja auch schon sehr, sehr gut sind, eigentlich die Objektive recht geflasht haben. Genau, von der Bildqualität genau. Her. Oder? Und ist halt aber auch so, die guten kosten ein bisschen Geld, oder? Ja, wie ja. Immer so. Und so bist du eigentlich auch dazu gekommen, eben der 6 mal ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen. Genau, ja. Und jetzt mal generell vom Eindruck her mit der 6, was sind für dich die Highlights? Oder was hast du für einen Eindruck von dieser Kamera? Eines der Highlights im Vergleich zu der 5D Mark IV ist natürlich das Gewicht, die Grösse. Man hat die Möglichkeit, durch den Sucher können, seine Bilder anzuschauen. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Man hat die Möglichkeit, ohne Stativ zu fotografieren, weil das etwas ist, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Wegen dem integrierten Stabilisator eigentlich. Genau. Ja. Und das sind eigentlich für mich mehrere sehr grosse Vorteile, wo ich wirklich sehr gerne darauf zurückgreife, wo man meine Art und Weise fotografieren noch einfacher und flexibler erlauben zu gestalten. Jawohl, okay. Ja. Und dann der 5 ist der am Anfang in der ersten Phase eher in den Fokus gekommen, eben wegen der höheren Auflösung, denke ich. Oder? Genau, ja. Genau. Okay, ja. Und jetzt hast du quasi mit der R6 mal eine Zeit lang gearbeitet. Wir wissen ja, es hat 20 Millionen Sensor drin. Was hast du für einen Eindruck? Hast du die mehr Auflösung vermisst? Oder hast du wie stehst du zum Look vom Sensor? Also, was hast du für einen Eindruck gehabt? Ich bin sehr überrascht von der Qualität. Die Megapixel habe ich definitiv nicht vermisst. Und ja, wirklich sämtliche Bereiche können gut fotografieren. Ich war wirklich mit dem Ergebnis zufrieden gewesen, ohne da irgendwelche Qualitätseinbußen müssen einrechnen. Also, ja, ja. Du hast auch noch Shots mitgebracht, gell, die du gemacht genau. Hast. Also jetzt hier zum Beispiel gerade ein Auto-Interior-Shot. Und da sieht man, dass du sehr schön eins hast mitgebracht, das optimiert ist, wo immer eigentlich in den dunklen Bereichen von dem Dynamikumfang von dem Sensor von der 6 kann profitieren. Gell? Genau, das ist wirklich auch etwas, was mich sehr überrascht hat, der Dynamikumfang. Das war ein Shot, der relativ schnell entstanden ist. Und da habe ich eigentlich beim Fotografieren auch schon gewusst, dass es möglicherweise schwierig werden könnte, weil es eben sehr viele helle, aber auch tiefe Bereiche hat. Und ich muss dann nach der Bildbearbeitung sagen, ich habe absolut gar keine Probleme gehabt, das irgendwie können zu bearbeiten. Und das ist wirklich sehr problemlos auch passiert. Und ein grosses Backup für den Dynamikumfang von dieser Kamera. Ja, ohne dass es auch wesentlich Fotos von Rauschen nachher. Genau, ja. Rauschen ist das Thema, das man bei diesem Shot sehr gut sieht. Ich da sehe,
64'000 ISOs da eingestellt. Ja. Und genau. Wenn man es RAW anschaut, muss man schon sagen, so ganz super sexy sieht das Shot nicht aus, aber nachher dann auch mit der RAW-Anpassung beeindruckend, was man rausholen kann. Absolut, also das ist wirklich eine Situation, wo ich auch muss sagen, das ist, mit der Bildbearbeitung kann man da wirklich sehr viel flicken. Mhm. Und das bietet dann natürlich auch die Möglichkeit, so gut wie jeder Lichtsituation können, ein zufriedenstellendes Ergebnis zu fotografieren. Und du musst das Stativ nicht schleppen, gell? Genau. Da ist vielleicht noch dazu zu sagen, beim R-System, jetzt mit der R6 und der R5, das Objektiv mit der Kamera kommuniziert, auch was den Bildstabilisator betrifft. Also Objektiv wie jetzt das 24-105, wo einen Stabilisator integriert haben. Da wird der Stabilisator von der Linse gebraucht, wie auch der Stabilisator vom Gehäuse. Und das sind eben eigentlich Shots möglich, die vorher eigentlich nicht hast können umsetzen aus der Hand mit dieser Kombination eigentlich. Genau. Du hast noch weitere Objektive ausprobiert, gell? Ein kleines hat es dir noch angetan, gell? Und eigentlich auch relativ ein preiswertes. Genau, das 35 mm hier. Wo bis 1:2 Makro geht, gell? Du hast auch einen Makro-Shot mitgebracht. Wo es noch etwas älter war, gell? da ist glaub, auch gell, der Look von der Linse an für sich in dieser Preisklasse für knapp unter 500 Franken, wo die auch von der Preisleistung her eigentlich überzeugt. Absolut, das kann man wirklich gar nicht sagen. Okay. Da bin ich sehr zufrieden gewesen. Ja. Du hast noch, auch noch ein weiteres ein spezielles Objektiv testen, gell? Das 800 mm, wo ja, glaub, auch, was vorgestellt wurde, ein bisschen für Furore gesorgt hat und viele aber auch vielleicht ein bisschen kritisch dazu eingestellt waren. Was hast du für einen Eindruck jetzt von dieser Linse? Man fragt sich natürlich 800 mm, für was braucht man das und wo ist die Zielgruppe? Aber auf der anderen Seite muss man auch denken, eine solche Linse in dieser Größe mit diesem Gewicht können dabei haben, einfach so im Rucksack, das ist etwas, das gibt es noch nicht so lange. Und entsprechend ist es sehr nice to have, also wirklich zu wissen, dass wenn man irgendwie auf einem Berg ist, man kann auch sehr weit in die Weite fotografieren, ohne dann müssen wahnsinnigen Crop machen. Also das ist sehr cool und ich habe wirklich auch coole Bilder gemacht. Das ist ja, glaube ich, da also jetzt, mit deiner Erfahrung in Landschaftsfotografie, viele, die dort neu reinsteigen, haben immer das Gefühl, sie müssen einfach ein möglichst starkes Weitwinkel dabei haben. Genau, ja. Aber viele von diesen Shots entstehen eben auch mit Teleobjektiv, gell, wo man quasi reduziert nachher gewisse Bereiche aus der Landschaft rauspickt. Und natürlich lichtstark 11, also nicht wahnsinnig lichtstark, aber da trumpft natürlich der 6 auf mit der High ISO. Möglichkeit und dem Stabilisator. Definitiv, in der Kombination. Ja. Vor allem der Stabilisator, weil ich auch gemerkt habe, so 800 mm aus der Hang fotografieren ist nicht absolut das Einfachste. Also wirklich, man muss ein bisschen ruhige Hang haben, dafür, dass das Bild dann auch scharf ist. Mhm. Und dort hilft noch der Stabi. He? Genau. Du hast hier auch noch unseren so wunderschönen Bern noch fotografiert mit dem 800er. Und da sieht man auch, wie man kann komprimiert nachher entsprechend aus einer Landschaft oder aus einer Umgebung Bereiche rausholen und rausstreichen. Jetzt im Vergleich nochmal zu der 5D Mark IV, die du bisher im Einsatz gehabt hast. Denkst du weit, dass du zum Wechsel bereit bist auf Mirrorless? Oder gibt es Sachen, die du vermisst, wo du sagst, nein, die 5D will ich nicht missen oder würde mir fehlen? Also ich muss sagen, nach dieser kurzen Testphase, als ich mit meiner 5D Mark IV fotografiert habe, hat es einzelne Sachen gegeben, die ich sofort vermisst habe. Eben wie die Möglichkeit, seine Bilder durch den Viewfinder können, zu beurteilen nach dem Fotografieren. Das ist etwas, das finde ich wahnsinnig wertvoll, weil je nachdem, wenn man irgendwie an einem Ort ist, wo die Sonne aufs Display scheint, dann kann man nicht wirklich gut beurteilen. Ist das Bild scharf, ist es gut belichtet? Und das geht sehr gut und kann man wirklich auch sehr genau machen, wenn man eben die Möglichkeit hat, das durch den Viewfinder zu beurteilen. Das Zweite ist nachher eben die Sensorstabilisierung, die wir auch schon darüber geredet haben. Mhm. Die Möglichkeit, so ziemlich alles können, zu fotografieren, ohne müssen, ein Stativ mitzunehmen, finde ich sehr befreiend. Jawohl, ja. Und das ist wirklich etwas, das möchte ich nicht missen. Okay. Also da ist jetzt nichts gekommen, was du würdest vermissen bei der, bei der 5D. Also ist für dich, glaube ich, klar, dass die Zukunft spiegellos wird sein. Definitiv, ja. Spiegelflex. Okay, ja.
Vielleicht auch zu den Standard-Zoom-Objektiven, sage ich jetzt mal. Du hast beide getestet, das 24-105 STM, das ja im Kit dabei ist, und das 24-105 L-USM. L sind die mit dem roten Ring, die das jetzt so kennen, bei der Canon. Also eigentlich die höchste Kategorie von Linsen, die besten Objektive. Wie waren deine Erfahrungen mit diesen zwei Linsen? Was bei der Kit-Linse natürlich ein Punkt ist, ist eine Preisfrage. Mhm. Ich würde aber sehr empfehlen, auf die L-Linse zurückzugreifen, einfach mal wegen der Blende und auch wegen der Randschärfe, die einfach die Möglichkeit bietet, noch etwas genauer zu arbeiten. Ja, ja, ja. Also bei der Lichtstärke eben, da haben wir für beide bei 4.0 an. Allerdings geht das STM nachher bis 7.1 in der Lichtstärke. Also im Tele verliert man ein bisschen etwas Lichtstärke. Und das ist 4.0 durchgehend, also eigentlich auch im Tele Lichtstärke ist. Und Randschärfe, du hast auch noch einen Testchart fotografiert, wo man das nachher ein bisschen sieht. Da sieht man nachher ganz klar, dass man im Randbereich nachher beim STM wirklich ein bisschen auch an Schärfe verliert. Klar, für den Preis immer noch, glaube ich, eine gute Linse. Ist akzeptabel, ja. Aber du würdest schon sagen, der Aufpreis lohnt sich. Absolut, oder? Ja. Also, mit dem gleichen Approach, ja, wo man lieber in die Kamera oder in die Linse das Geld investieren. Genau, also finde ich definitiv einen sinnvollen Weg, wenn man sich dazu entscheidet, eigentlich eine bessere Linse, also eine bessere Kamera, sich anzuschaffen. Genau. Und natürlich eben die Linse ist halt auch so, begleitet einen in der Regel ein bisschen länger als Kamera. Natürlich sind die Entwicklungen auch nicht so schnell, dass wir jetzt jedes Jahr die Kamera wechseln, wie wir das vor ein paar Jahren, glaube ich, gemacht haben. Aber eine Linse, gerade jetzt, wenn man ins neue System, ins RF-System investiert, begleitet einem ja nachher sehr, sehr lang. Und da ist nachher ja, glaube ich, auch der Preisunterschied nachher auch gerechtfertigt. Gell? Definitiv, ja. Super. Ja, danke vielmals, dass du da berichtet hast von deinen Erfahrungen. Und wir sind gespannt, was du mit der R6 noch alles für weitere Bilder wirst erstellen und wo wir dürfen geniessen in nächster Zeit. Und wir danken euch fürs Zuhören. Für alle, die jetzt gelost bekommen haben, auch selber auszuprobieren, der R6 natürlich bei uns im Rent. Auch so gut wie alle RF-Linsen bei uns im Rent. Also man kann sich hier auch selber durchtesten und sich ein Eignungsbild machen von diesem System und von dieser Kamera. Würde uns freuen, wenn ihr das macht und uns entsprechend berichtet, was ihr dazu denkt. Merci vielmals und tschüss zusammen.